Das Familienleben des Rennfahrers spielt sich bei ihm genauso ab wie bei den meisten anderen Vätern. Zu Hause spielt er viel mit seinem dreijährigen Sohn Rye. Beide verbindet die Liebe zum Auto. Der Papa allerdings muss damit das täglich Brot verdienen. Katayama wird nun in seine dritte Formel 1 Saison gehen. Im letzten Jahr wurde er in Brasilien und San Marino zweimal Fünfter, konnte aber manchmal ganz vorn relativ gut mitmischen. Ich lag auf dem zweiten Platz, dann war ich sogar für eine Runde mal in Führung. Sein Zuhause in den letzten beiden Jahren war Surrey, ein Ort in der Nähe von London. Auch seine Frau konnte sich schnell mit den ungewohnten Lebensbedingungen anfreunden. Ich habe eine Menge englischer Freundinnen in diesem Dorf gefunden. Wir trinken morgens Kaffee, wir passen gegenseitig auf unsere Kinder auf. Mir macht es Spaß, in England zu leben. Wegen der kleinen Tochter Lisa, sie ist noch ein Baby, ist es für sie unmöglich, ihrem Mann hinterherzureisen zu seinen Rennen. Außerdem rufen die Pflichten im Garten. Sie hat wirklich einen grünen Finger. Sie liebt den Garten und ich bringe eine Menge Geld ins Gartencenter. Wenn Ukio mal keine Rennen fährt oder Fahrzeuge testet, verbringt er außerdem viel Zeit in der Trainingshalle. 300 Kilometer in einem Hochleistungsfahrzeug zu ertragen, dafür muss hart gearbeitet werden. Hinzu kommt, dass der Japaner für seine körperliche Fitness mehr tun muss als andere Fahrer. My body is not really strong, not big. Mein Körper ist nicht sehr stark und nicht sehr groß. Nicht so stark jedenfalls wie die meisten Europäer. Ich benötige mehr Muskeln, mein Gewicht ist viel zu niedrig. Ich muss also trainieren, um mittels Muskeln Masse aufzubauen. Um den hohen Druck, der auf Kopf und Genick lastet, auszuhalten, strapaziert er sich mit 10 Kilo Gewichten. Mir macht Spaß, auch wenn es manchmal hart ist. Da muss ich mich so anstrengen, dass ich sogar den Atem anhalte. Sind Sie nun in der körperlichen Form, um den Anforderungen eines Rennens in jeder Lage gerecht zu werden? Ich habe viel Vertrauen und glaube, dass ich einer der stärksten Fahrer der Formel 1 werden kann. Als Junge lernte er wie viele andere Japaner Kampfsportarten wie Karate, Kendo oder Judo. Mit einem Golfhandicap von 14 kann er sich durchaus sehen lassen. Außerdem spielt er Squash und versucht sich nun sogar in einem anderen englischen Spiel. Ich habe erstmals Cricket gespielt und es war sehr interessant. Haben Sie es verstanden? Ja, aber ich brauchte lange dafür. Nun ist es ganz leicht. Ein Mann, der anpassungsfähig und lernwillig ist. Wir sind gespannt, wo er in der nächsten Saison landen wird.